Fragewörter. Setzen wir ein. Woran verzweifelst du? Wozu gehört es? Oder wem gehört es? Auf wen wartest du? Womit beschäftigst du dich? Wen bittest du um Hilfe? Wofür dankst du ihm? Über wen denkst du nach? Und noch einmal, woran verzweifelst du? Wozu oder wem gehört es? Auf wen wartest du? Womit beschäftigst du dich? Wen bittest du um Hilfe? Wofür dankst du ihm? Über wen denkst du nach? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Verben und Präpositionen. Wir bilden die Frage aus wo plus Präposition. Wobei stört er dich? Wonach stinkt es hier? Worum geht es? Wodurch hat er es erfahren? Wovor fürchtest du dich? Woran erinnerst du dich? Worüber lachst du? Und noch einmal. Wobei stört er dich? Wonach stinkt es hier? Worum geht es? Wodurch hat er es erfahren? Wovor fürchtest du dich? Woran erinnerst du dich? Worüber lachst du? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Präpositionen. Hallo, in diesem Video setzen wir Artikel an. Wohin? Dabei achten wir auf die Präposition. Ins Gebirge. Genitiv. Vor dem Osten des Landes. Dativ.
in an den Rand Europas. Oder in seinem Auto. Sein Akkusativ, seinem Dativ. An hinter den, der oder hinter den, die Baustelle. Oder zum See. Hinter der Dativ, hinter die Akkusativ. An ins die, Haus, in die oder, im oder Haus. Zur See. Ins Haus, Akkusativ. Im Haus, Dativ. Zu nach seiner Mutter. Rechts. Dativ. In diesen Stadtteil. Und noch einmal. Wohin? Ins Gebirge. In den Osten des Landes. An den Rand Europas. An den, in den oder zum See. An die, in die oder zur See. Nach rechts. In diesen Stadtteil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Setzen wir ein in, am, der, um, im oder beim. Im Sommer. Am Abend. Im Mai. In der Nacht. Beim Grillen. Um 8:30. Und noch einmal. Im Sommer. Am Abend. Im Mai. In der Nacht, beim Grillen, um 8:30. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Davon, damit, dazu, darauf, darin und so weiter. Setzen wir ein. Er hat Interesse daran. Er hat Lust darauf. Er hat Mühe damit. Er hat Panik davor. Er hat ein Problem damit.
Er hat Spaß daran. Er hat Zeit dafür. Und noch einmal. Er hat Interesse daran. Er hat Lust darauf. Er hat Mühe damit. Er hat Panik davor. Er hat ein Problem damit. Er hat Spaß daran. Er hat Zeit dafür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Nominativ, Akkusativ oder Dativ. Setzen wir die Pronomen ein. Wie geht es dir? Dativ. Wann kommst du zurück? Nominativ. Wer kommt zu euch? Dativ. Warum magst du ihn? Akkusativ. Hilft ihnen das? Dativ. Wo hast du ihn kennengelernt? Akkusativ. Sehen wir uns morgen? Nominativ. Dativ. Gefällt euch das? Dativ. Wann geht ihr? Nominativ. Wem schickt ihr es? Nominativ, Akkusativ. Und noch einmal. Wie geht es dir? Wann kommst du zurück? Wer kommt zu euch? Warum magst du ihn? Hilft ihnen das? Wo hast du ihn kennengelernt? Sehen wir uns morgen? Gefällt euch das? Wann geht ihr? Wem schickt ihr es? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Verben mit Umlaut im Präsens. Fressen,
Er frisst. Brechen. Er bricht. Halten. Er hält. Sprechen. Sie spricht. Fangen. Sie fängt. Werfen. Sie wirft. Lassen. Es lässt. Und noch einmal. Fressen. Er frisst. Brechen. Er bricht. Halten. Er hält. Sprechen. Sie spricht. Fangen. Sie fängt. Werfen. Sie wirft. Lassen. Es lässt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.